Oh. Jetzt habe ich ein Loch im Boden. Oh, nee, ne? Scheiße, da unten ist der Garage. Ja, immer noch. Ja. 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 Ein Praktikant, ey, der hat mir echt die ganze Werkstatt in die Luft. Ich hab Weißt du, warum die so schwer aufgeht? Also, wenn ich Einbrecher halt drin habe, dann sie nicht aufkriegen. Kann man schon gut liegen, ey. Ja, ich sehe, da liest er wie so ein HFNG. Ich habe ja vorhin den Käfig gesehen, da habe ich mir gedacht, geiles Teil. Wir geben uns an die Sitze. Oh. Alle vom Peugeot. Alle vom Peugeot. Hier, mein Sitz hat auch schon... Flatsch neu vom Hess geholt. Keine Ahnung, muss ich noch Flicken drauf machen, weißt du, so ein Roadrunner oder so, den klebe ich noch drauf. Ah, so, für die Sitze aus brauchen wir... Ein Trog, ein Innentrog. Da ist keine Sitzhaltung dabei. Mein RTL. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten, dein Leben, das wird für dich. Und hier stehen wir gerade schlechte Zeiten an, es sind hier noch Kartons klein drücken. So, das ist alles kalt, Werkzeug ist kalt, das ist natürlich wieder die beste Grundvoraussetzung, an einem Samstag zu arbeiten. Florian, wie geht's Ihnen so? Gut. Dingen, der passt schon wieder. Ach, Mann, ey. Soll ich ihn leuchten, Herr Walter? Dann mach's besser, gar nichts. Bei dir? Das war so weinerfarben. Der hat schon immer einen Spruch gekauft. Die Schrauben da überhaupt noch aufgehen, ne? Bei der Laufleiste. Nehmen wir mal einen Deckel von Bremse. And roll again. And roll again. Schrauben sie fester wie beim Peugeot an den Reifen. Ah! Meine Schlagbohrer. Gänge, die Schrauben los in eins beim Auto mittlerweile. Ist denn da Kabel dran? Ja, jetzt keiner. Hier sind keine Kabel an den Sitzen. Nee, der ist da mit dem Anschnallgurt da verbunden. Da also ist jetzt keine Kabel? Nee, nur an der Anschnallgurt. Ey, ich habe keine Airbags im Sitz. Was wie geil das ist. Ey, keine typische Mama. Ich habe keine Airbags im Sitz. Ja, ich schon. Das tut mich doch nicht. Ich habe noch Geld, ey. In Schatzkammer, die Sitz rein. Thomas. Ja. Oh. 2000 Jahre später. Ja, die passt hier nicht drauf. Ja, wo ist die Großratsch? Da kann die nur hinten sein, wo ich zuletzt war. Gib her. Oh, mach doch mal langsam. Das finde ich dann ziemlich blöd. Da könnte ich dann manchmal wirklich außer Haut fahren. Dann fahr doch, du Affe. Mein Gott, Alter. Das Auto hier. Das soll noch was werden. Fix Ding raus. Ausruppen, brauchen wir nicht mehr. Aber der gute Teppich anschlecken. Weg damit. Fix Ding, da braucht kein Mensch. Gewicht sparen. Dann haben wir noch den Hauptteppich. Der ist am Gaspedal fest. Sensationell. Das ist ja auch wieder Ingenieurskunst. So. Kann man den schon mal rausholen.
Mit dem Gaspedal noch fest. Muss alles raus. Ich weiß auch, warum die Hosenträgergurte nicht einfach so wie normale Golfsitze eingetragen bekommt, weil der Hauptanschneller am Sitz fest ist. Das haben die anderen Autos natürlich nicht. So. Und deswegen darfst du bei dem Modell hier nicht einfach so Hosenträgergurte reinbauen. Darfst du schon, wenn du die Originalen benutzt. Aber wir wollen es auch einigermaßen richtig machen. Deswegen werden wir da irgendwann andere Sitze brauchen. Thomas, lehn dich doch nicht so an das Auto wie so ein Fahrrad was. Der Lack hält das doch gar nicht aus. Ist so. Was soll ich denn dazu sagen? Wir sind ja im Schaffen und nicht am Rumliegen. Ja. So, Plastikschutz brauchen wir auch nicht mehr. Wir haben auf jeden Fall unsere Abdeckung. Zack, da ist die Schraube drunter. Aber von den Sitzschienen her, relativ einfach gebauter Sitz. Das heißt, wir sollten hier normale reinbekommen, normale Rennsitze. Ich kann es anders an, ne? Fühlt sich an wie, hier. Die hier wollte ich eigentlich holen, für die Türen zuzuziehen. Ich habe da gefühlt halt innen viel aus, die Scheiße. Not perfect, but a limited edition, Minis. Genau so ist es. Thomas! Hä? Hi, hol mal die Dinger. Hä? Wohin? Werkbank. Jetzt voll der Fail. So, Mittelkonsole habe ich natürlich damals schon sachtechnisch relativ gut festgeschraubt. Kann man die auch rausnehmen. So, machen wir erstmal die Stecker. Aber ich habe es wie gesagt sowieso vor. Die Platte hier, die wandert später komplett mal weg. Gut, der Sparko-Knopf wird mit Imbusschrauben gehalten, mit Gummi, aber das hält auch nur von morgens bis abends. So, hier will ich Carbon folieren. Die gute Armlehne. Das waren noch Zeiten. Aber war bequem mit der Armlehne, muss ich ehrlich sagen. Also, aber ich sag mal, so in einem Rennauto braucht man so einen Luxus, nicht wahr? Oh, die Schraube hängt ja voll auf halber 8. Ganz Armlehne hängt auf halber 8. Die verkloppen, oh Wiebe. Das war nie. Was wiegt das Auto generell, wenn er jetzt Standard ist? Weil ich in der Käfig, da kommt nochmal Gewicht dabei. Das muss man irgendwann mal wiegen, aber das wird jetzt nicht viel machen, das Teil. Ich denke mal mit 2.500 Kilo. So, da liegt ja alles, ey. Ich muss aufpassen, dass hier die Kabel, die kann ich schön nach oben legen. Das ist sexy gemacht. Ich muss der, hol mal den Mülleimer, ich muss der aufpassen, dass du keine Krankheiten kriegst. Da liegt ja sogar noch ein Mark, Alter. Leck mich am Arsch. Das ist der Schraub von der Mittelkonsole. Hey, Schraub von der Mittelkonsole. Hey, den dicke W202 in Originalformat. Dann mal los, mein originale Benz, ey. So sah mal aus. Kabel gelötet. Professionell. Hi auch. Unsere dicke Freisprecheinrichtung. Das hat ein Kreuzschraub. Müll, gelbe Säcke, Plastik. Ja, die sind extra so dick wegen den Unterdruckleitungen von der Zentralverriegelung. Vor allem wegen die Hohlräume rausfüllen für die Plastik. Vor allem damit du mit deiner Pandemie nicht an der Seite mein Kabel freckt tritt. Krass, dass die sich hier früher eine Mühe gemacht haben. Mit diesen riesen Paneelen, ey. Oh, ordentlich. Oh. Ach nö, ne? Das nenne ich mal einen Sicherungskasten. In der Leitung wie im A1. Ich hätte alles zugeklebt. Alles abgeklipst. Ja. Hat hier sind die Stecker von unseren Lautsprechern. Wenn die wechseln, sind schon nicht mehr so schlimm. Die sind auch mit der Freisprechanlage durch das ganze Auto gegangen. Alter, das hätte ich doch keinem Kunden angetan. Früher hatte ich immer Lego Technik gehabt. Ne, gefernsteuerte Autos. Manche Dinge wurden aneinander gebaut, hab's aber nicht mehr zusammenbekommen. Doch, prima. Ich glaube, da fängt jetzt auch mit normal an. Ja, das fängt jetzt genauso an mit Benz. Das ist nachher auch nicht mehr zusammen. Weil es nimmt mich von vorne hin. Deswegen mache ich ja YouTube, weißt du? Ja, da fällt das nicht so oft, dass ich nicht so Schädel habe. Ja, da kannst du nochmal angucken, wo du was ausgebaut hast, also, okay? Boah, das ist ein Heizrem, Sahara. Glück! Ja, und da hinten, was soll ich dazu sagen? Wenn ich genug Gas gebe, komme ich an die Masse. Das ist doch geil. Eigentlich will ich mich von hinten nach vorn arbeiten.
Weißt du, weil hinten alles so einfach ist und dann langsam nach vorne. Klingt gerade sehr zweideutiger, Alter. Ja, jetzt bleibt bei den Benz halt nicht anders übrig. Ich weiß es nicht. Also, weil wenn ich jetzt vorne alles zerpflück, weiß ich noch nicht, wohin das ist. Außerdem muss ich noch die Elektroleitungen aus den Türen ziehen. Dann haben wir mit den Türen angesprochen. Ich habe die Stopfen hier rausgezogen, direkt gerostet, ne? Wir reden hier von 2 Tagen. Boah, Scheiße. Oh. Jetzt habe ich ein Loch im Boden. Boah, nee, ne? Scheiße, Lohn ist der Garage. Jetzt kommt er wieder zurück ohne Bohrer, ne? Ja, wo hast du Bohrer? Ja, immer noch, da wo du letzte Woche rausgeholt hast. Lohanden und im Ecken. Nee, immer noch in der Schublade, Lohofen. Weißt du, die Werkbank ist riesig, der kennt aber immer nur unten den Ecken. Den Typen da, ne? Was hast du denn Lohan angeangelt? Ich hab einen Praktikant, der jagt mir echt die ganze Werkstatt in die Luft. Boah! Die Schublade, ihr müsst mal ölen, gell? Ich geh da mal in die Luft. Weißt du, warum die so schwer aufgeht? Also wenn ich Einbrecher halt drin habe, dass sie sie nicht aufkriegen. In dem Auto kann man schon gut liegen, ey. Ja, ich sehe, da liest er wie so ein Half-Hangy. Du bist ja sauer, hey, mal von innen. Überhaupt mal halt Grundkenntnisse reinzukriegen. Mach doch nicht so klein, Junge. Ey, okay, mach ja ein bisschen mehr, Junge. Du siehst doch selber, wie dick die Schraube ist. Du hast noch drin an die Schreit. Ja, immer noch. Ja. 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 Die Mercedes alles. Alles. Genau so sieht aus. Schon immer noch die Batterie abgeklemmt, ne? Nö, ja, das brauchen wir nicht. Man muss auch mal ein bisschen unter Spannung stehen. Schaffen. Ja. Damit da ganz so was geht, ne? Ja, genau, damit man noch ein bisschen Gas geht. Dann ist es nachher der Woche, wenn er eingefeuert kriegt. Gegen, da ist den ja zehnmal so schnell, das ist doch gut. Ich kenne von meinem Benz kein Gefeuer. Der Benz, der liebt den. Guck mal, was der schon alles für den gemacht hat. Mhm. Der scheuert den keinen, das kannst du aber glauben. Wenn da kannst du glauben, da schmeißt der Kevin da ohne mit der Wimper zu zucken mitgekippt. Mal weiter, wie geht da im Kabelwald weiter? Oh. Also das Auto hat ja schon viel Elektronik, ne? Aber gut. Ein bisschen Überschläge kann ich noch, das heißt mit Kabel von den vorderen Lautsprechern, die werden ja dann natürlich im Radio rausgepinnt, obwohl hier gar kein Radio mehr reinkommt, aber Digga, der uralte Kleber, der hält jetzt noch. Original von Mercedes. Jetzt zieh da mal halt alles raus, wie ich stimme. Das sind nämlich die. Och du, wenn alle Koffer da hier, wo sie hier sollen, und du holst einfach immer den falsch. So, guckt euch mal die schönen Entpinnungswerkzeuge an. So, jetzt. Mach nur mit meinem Heckschalt korrekt. Das kostet mal gerade 500.000. So viel wie der. Die ist von Reiter Original. Mach doch mal! Schwätz nicht so viel, komm jetzt hier hin. Fängt der Lachar mit Geistern zu reden. Boah, das hier ist doch kein Spitzzahn. Guck mal an, wie krumm und buckelig das Wichsding da ist. Oh, nee. Was kann ich denn dafür für die Zustände von meinem scheiß Werkzeug? Weil das halt kein Spitzzahn ist, das ist ein Simmerringzahn. Ein Spitzzahn, ein Kleinspitzzahn. Der Typ, der hat in der Grundschule eindeutig die Scheppes verpasst. Dieselbe, die Hai in dem Auto liegt. Ja, ist dieselbe, die im Auto ist. Die ist aber kleiner! Nein, ist sie nicht. Die hier ist noch spitzer. Nur weil die Zange klein ist, heißt das noch lange nicht, dass vorne das Ding klein ist, Jung. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ist Hai! Hast du einen Analplan? Die ist ja vorne noch breiter. Oh! Dann geht Thomas, hin. Dieselbe hier nur in spitz. Bis die fertig ist. Kann ich schon wieder Mittagspause. Geh mal, derzeit habe ich da damit gemurkst, bis du auch fertig bist mit Suchen. Ja, guck vorne die Spitzen an, ne? Ja, die ist dünn. Alter, die ist halt noch mehr verbogen. Oh! Und Herr Reiter, wie sind sie weiter bis jetzt? Wie weit sind sie bis jetzt? Die ganzen Bundeskabel halt mal rausziehen. Tippitoppi, also Airbag ist mit 2 Torx-Schrauben rechts und links geschraubt, alles easy peasy. Hier unten die Pappe, Kreuzschrauben, ist dann hier noch
einer Schraube feste Haubenzug, alles easy bisher. So, hier unten mit den Stromleitungen muss ich mir später, sind aber Masseleitungen, heißt, da wird die Platte, also Schaumstoff kommt raus, dann die Platte sind wahrscheinlich auf die weißen drauf. Genau. Heißt auf jeden Fall jetzt dann einfach hier. Markierungen sind ab Werk schon gesetzt, kann man aber nochmal welche setzen. Und dann zieht er einfach hier so schön das Lenkrad ab. Folgendermaßen fängt man an, man hat hier an der Seite eine Schraube. Genau, dann, das hier ist ein Ring vom Schloss, der kriegt er so. Genau, dann macht ihr hier den Deckel unten ab. Da könnt ihr mit der Hand hier an das Armaturenbrett drücken. Und geht gleichzeitig mit so einem Plastikkeil hier unten und hebelt dazu hoch. Einer drückt, einer hebelt. Da kommt das Ding auch raus. Am besten keine Schraubenzieher verwenden, sonst habt ihr direkt hier Druckstellen in dem Ding drin. Und dann habt ihr das auch schon draußen. Was hier ein Staub hinter ist, ne? So, dann hat man hier die Sicherheitsdinger, die muss man natürlich dann entriegeln. So, zack. So, dann hat man hier auch seine ganzen Böhnchen, die man wechseln kann. Also ist noch relativ simpel gemacht. Die werde ich mir in LED holen. Oder eine andere Farbe, lege ich mal auf Seite. Nicht so viel ist, wie ich gedacht habe. Ne? Geht halt später darum, um die Lüftung. Die Stahlträger. Guck mal, hier ist die Unterdruckverstellung von der Höhenverstellung. Ist wahrscheinlich auch alles wieder von hinten geschraubt oder geklipst. So. Nichtsdestotrotz sind wir hier oben noch komplett fest. Sind wir hinten so reingesteckt. Das ist die Lüftung. Also. So. Wirklich überall unterschiedlich Schrauben. Ne? Die Tür steht auf der rechten Seite. Oben ist länger wie unten. Rechts ist höher als links. Ich weiß auf jeden Fall, wenn irgend so ein Wickelfederfreck sein würde, dass ich da Spaß habe. So. Die sieht man dann, wenn man Auto fährt. Mhm. Ist krass gemacht. Für den Bau, ja, ja. Mhm. Dann sind die dann hier noch so schön schwarz, dass man erst ganz drauf kommt. Dann fällt hier schon alles auseinander. So, unser Fach, was natürlich riesig ist, wie einmal die Handschuhfach, unsere Zigarettenanzünder, den Asbach uralten Steckerverbinder, das ist so verkehrt, ne? Das hier können wir dann direkt Carbon folieren, aber hier kommen ja noch meine Stecker rein, von unten. Wespennest. Genau so sieht aus. Ist nur gesteckt und geklipst, jawohl. Zack, dann müssen wir mal das Ding ABS. Mhm. Ich mal gucken, die Schalter, die haben auch wieder bestimmt so eine Richtung, dass man die da rausziehen kann, für das Böhnchen zu wechseln.